So, heute spielen wir Cataclysm. Wir haben das Tutorial abgeschlossen. Und jetzt geht es direkt los mit dem Spiel. Ich habe euch mal das Tutorial einfach erspart, weil das halt, ja, sagen wir mal so, ein bisschen langweilig war. So, wir müssen Holz farmen. Im Ressourcensammler, Rohmaterial, Holz. Wo können wir jetzt hier am effektivsten Holz sammeln? Am besten, naja, setzen wir mal hier einen Ressourcensammler Holz hin. Zack. Das wird jetzt gebaut, okay. Wir gehen hier mal ein bisschen die Map erkunden. So, das ist hier unsere Burg, die müssen wir verteidigen. Wir werden irgendwann von irgendwelchen Viechern angegriffen. Und dann kriegen wir Ekel auf das Maul. So, wir haben hier eine Brücke. Die können wir bestimmt befestigen. So, du rennst mal hier oben lang. So, hier. Außerhalb des Territoriums. Mehr Unterstützung benötigt. Das ist nur ein Holzfäller, okay. Beule. Okay. Diese Dinger haben wir hier alle perfekt. Jetzt müssen wir hier einen Aufgang machen. Wenn wir hier keinen Aufgang machen, ist es nämlich auch unmöglich, dass wir hier überhaupt Ressourcen farmen können. Zack, 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 zack. So, jetzt ist hier ein Weg entstanden und der sagt jetzt hier, yo, ihr farmt jetzt hier Holz. Das ist halt so, ja, der erste Weg zu unserer richtigen großen, schönen Burg. So, jetzt haben wir hier unten neue Gebäude freigeschalten. Stadtgebäude bitten. Denkt daran, abonnieren und liken. Das hilft mir weiter. Jetzt ist es so, ich habe das, also wie gesagt, ich habe das Spiel mal so für mich gespielt, so ein bisschen auch mal bei anderen zugeschaut. Wir haben jetzt hier eine Plattform drauf. Also die Gebäude an sich bieten auch Platz zum Bauen. Wie man jetzt sieht, das Gebäude habe ich ein bisschen scheiße platziert. Ist halt so, kann ich nicht ändern. So, das ist aber nicht schlimm, wenn die fertig sind. Nicht die nochmal alle abreißen? Will ich die abreißen, ist die Frage. Ich glaube nicht. So. Gehen die ersten Gebäude gleich fertig. Ich erkunde hier mal noch ein bisschen. Verteidigt die Luft hier, richtet was, ja. Erzeugt saubere Luft. So, die kann ich jetzt hier oben drauf setzen. Zack. Ja, einer reicht erstmal. So, du gehst hier oben nochmal schauen. So, und du kannst hier noch erkunden. Okay, da ist kein Durchkommen. Da kannst du aber hinlaufen. Da ist auch scheinbar nichts. Hier können wir nochmal gucken. So, hier oben scheint ja nur. Genau. Das haben wir schon gebaut, das haben wir gebaut. So. Wo ist hier das Problem? Ja, das Gebäude, das hat kein. Müssen wir ihn nochmal anpacken? Nee, wir müssen das nochmal schöner machen. Bedeutet das? Wir reißen es nochmal ab. Wir reißen hier alles nochmal ab. Wir machen das nochmal schöner. So, jetzt mit Sinn und Verstand. Zack.
Zack. Zack. Ey, nee, das ist auch doof. Nee, so ist schon richtig. Zack. Ja, dann ist das jetzt halt so. Hier ist unsere Luft, eingehende Luft haben wir jetzt genug. So. Das scheint hier unser Einflussbereich zu sein, genau. Genug Platz, denn Schwaden kann nicht gebaut werden. Ja, wollen wir. So, du sollst hier mal ein bisschen erforschen, Kollege. Du sammel mal hier ein, das sieht doch gut aus. So, jetzt haben wir hier schon mal was eingesammelt. Okay. Ja, dann müssen wir hier halt noch so hochbauen. Zack, zack. Perfekt. Ah, jetzt verstehe ich das auch. Jetzt müsste ich hier auch, genau, jetzt steht hier deutlich mehr. So, jetzt können wir oben Mineralien anfangen zu farmen. Ein Leuchtfeuer. Setzen wir mal nach hier. Und mal eins hier. Bauen eins nach hier. Müsste man jetzt noch vorbeikommen, oder? Ja, okay, er kann vorbeilaufen. Perfekt. Ist halt scheinbar ein Burgaufbauspiel, würde ich mal so vermuten. Stellen Sie mal nach da. Jetzt haben wir hier irgendwas Neues aufblitzen sehen. Da laufen wir jetzt mal hin. Steinbruch. Dann nehmen wir hier doch mal mit. Zack. Perfekt. Sammel das mal ein gleich, wenn du da bist, Kollege. Sammeln, zack. Ich würde gerne sehen, was die einsammeln. Das würde ich gerne angezeigt haben, aber kriege ich scheinbar nicht. So, jetzt tun wir auch Steine produzieren. Und jetzt können wir unsere Burg gerade aufbauen. Du kommst jetzt mal kurz rein. So, jetzt haben wir hier Steine freigeschalten. So, jetzt machen wir hier erstmal ein Tor hin. Zack. Schönes Tor. Schauen wir noch, wie wir das am besten verkeilen können. Können wir das hier zum Beispiel... Schade, können wir nicht recyceln. Dann machen wir aber trotzdem so. Machen so. Machen Sachen so, so, machen Sachen so. Versuchen das wie die alten Ritter.
ein bisschen überkreuzt zu bauen, damit es halt stabiler wird. Das hier, was ist das? Krähenfuß. Okay. Machen wir so. Machen hier auch gleich eine Doppelmauer rein. Zack, zack, zack. Das robben wir nochmal ab hier. Zack. 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 Zack, zack. Zack. So, jetzt haben wir das doppelt dick gemacht. Jetzt machen wir hier einmal zu. Können wir das jetzt hier reinbasteln? Ja klar, können wir das reinbasteln. So. Hier machen wir natürlich dasselbe. Und hier scheint gar kein Durchkommen zu sein. So, dann machen wir einmal so, 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 so. Ich finde das Base Building halt cool irgendwie. Hier machen wir mal eine richtig fette Mauer drauf. Ja, das machen wir gleich. Ich will hier erstmal jetzt fertig bauen. Was ich mir halt so überlegt hatte. Zack, zack. Zack, zack. Nee. Zack. Mal weg, zack, zack. Die mach mal weg. Zack. Zack. Jetzt brauchen wir hier so einen einzelnen. Nee. Brauchen hier so einen. Und dann natürlich noch sowas. Zack, zack. Machen wir machen wir einfach so. Machen wir hier. So. Machen hier noch eben die Löcher zu. Will nichts hören. Das ist die schönste Burg, die ich je gebaut habe. Wir platzieren sie Zinnen im Gebiet. Zack, zack, zack. So, platziere Banner im Gebiet. Motiviert Einheiten in der Nähe des Schaden einfach. Aha. Dann machen wir doch hier einen Banner hin. Machen wir hier einen Banner hin. Machen wir hier einen Banner hin. Müssen wir noch einen Aufgang machen, dass unsere Jungs da überhaupt hochkommen? Mit da einen Aufgang. Machen wir hier einen Aufgang. Noch ein paar Treppenbrunnen. Haben wir jetzt auch gemacht.
Zack. Perfekt. Den tun wir da hoch. Und den Dude tun wir dahin. Oder hätten wir das schon mal gemacht? Sonst noch irgendwas Neues freigeschaltet? Nein, erhalte Stärke von taktischen Bauteilen. So, können wir jetzt dann... Machen wir hier... ein paar Krähenfüße hin. Hier wird alles mit Krähenfüße vollgepackt. Nicht genug Holz. Ja, Junge. Okay. Wo ist mein vierter? Da ist er doch. Müssen wir den kurz da hinstellen? Nee, du bleibst da. Du stellst dich da hier. Du bleibst da. Zack, zack, zack. So, jetzt haben wir doch hier einmal alles dabei. Jetzt bauen wir noch ein paar Krähenfüße hier hin. Das ist halt schweineteuer, gell? So, und jetzt beginnt wahrscheinlich der erste Angriff hier, wie das ausschaut. So, verteidigt die Feste. Was ist das hier? Weniger. Das heißt, du kommst auch nach hier. Machen wir so. Jetzt mal ganz kurz hier. Musik wahrscheinlich ein bisschen runterdrehen. Kommt da jetzt was oder will da nichts kommen? Tun wir ein bisschen vorspulen. Würde mich mal so schon so ein bisschen interessieren. Ach, wenn hier diese Anzeige voll ist, dann greifen die an. Okay. Das ist interessant. So, hier haben wir nichts mehr, was wir machen können. Auch nicht. Das sind die Sachen. Könnten wir theoretisch das Tor öffnen? Ah, jetzt kommen hier übel viele von den Viechern. Können wir jetzt, könnten wir theoretisch jetzt noch, ja, wir könnten jetzt noch mehr Unterstützung benötigen. Nee, okay. Okay, sie machen als allererstes unser Leuchtfeuer kaputt. Macht doch irgendwo Sinn. Ja, das ist halt ein bisschen doof jetzt gelaufen. Wir haben halt hier... ja, nicht so wirklich viel Schutz dran. Aber es ist schon... Das war ja jetzt nichts, du. Wir haben die Nacht überlebt, okay. Wie kriege ich dieses Flügeltor geupgradet? Wahrscheinlich gar nicht. So, das heißt, wir packen hier nicht genug Holz. Kann ich auch keine Steine zwischensetzen. Interessant, okay. Jo, jetzt haben wir hier voll den Bug drin oder was? Ey, super. Naja, ist auch nicht schlimm, denn ich würde hier die Folge für heute beenden. Und ich denke, ich habe euch einen schönen Ersteindruck gegeben. Wenn es Spaß macht, dann liked und abonniert es. Dann zeigt ihr mir, dass ihr Bock hier drauf habt. Und dann werde ich davon mehr bringen. Wir hören uns.